Auf dem Presena-Gletscher im Norden Italiens ist diesen Sommer ein kurioses Phänomen zu beobachten. Der Schnee ist pinkfarben gefärbt. Die Farbe stammt von Algen, die sich auf dem schmelzenden Eis bilden. Experten zufolge ist das ein Anzeichen dafür, wie sehr der Gletscher unter dem Klimawandel leidet. Das Phänomen ist auch als Wassermelonenschnee bekannt. Das ist ein natürliches Phänomen, das im Frühling und Sommer in den mittleren Breiten, aber auch an den Polen auftritt. Alles, was den Schnee verdunkelt, bringt ihn nur noch schneller zum Schmelzen, weil es die Absorption der Sonnenstrahlen beschleunigt. Die Algen führen also dazu, dass der Gletscher schneller abschmilzt, was wiederum das Algenwachstum fördert. Ein Teufelskreis. Viele Besucher sind entsetzt. Die Erde gibt uns alles zurück, was wir ihr angetan haben. 2020 ist ein besonderes Jahr. Schreckliche Dinge sind geschehen. Meiner Meinung nach verschlimmern sich die atmosphärischen Phänomene. Der Klimawandel wird immer offensichtlicher. Seit dem Jahr 2000 haben zahlreiche Gletscher in den Alpen stark an Eisvolumen eingebüßt. Prognosen zufolge könnten die Alpen bis zum Jahr 2100 eisfrei sein.